Ich gucke mir immer die Titelseite als erstes an und sie entscheidet dann darüber, wie schnell ich die neue Caritas durchgucke. Und ich gucke sie gern von vorne nach hinten, weil zwischendurch immer kleine Artikel sind mit wichtigen Informationen. Für mich ist eine richtige Zeitschrift in der Hand immer noch sinnlich und ich kann etwas direkt erfassen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich amüsiere mich öfter über Überschriften oder aber über kleine Kommentare und Zusammenstellungen. Zitat: Die Frage, ob man in der Öffentlichkeit stillen darf, gehört umformuliert in: Dürfen Säuglinge in der Öffentlichkeit essen? Und dieser Perspektivwechsel, den finde ich oft amüsant. Das Wichtigste für mich ist, dass die neue Caritas praxistauglich ist. Sie bringt immer wichtige Themen auf den Punkt. Das ist für Leute, die schnell einen Überblick haben wollen, wie ich, besonders wichtig. Hilfreich finde ich auch die Informationen zum Sozialrecht und zum Arbeitsrecht. Was mir besonders gut gefällt, dass alle Menschen im Verband, insbesondere in den Kommentaren, zu Wort kommen und dass wir auch mitunter strittige Sachen da zum Thema machen. Und ich treffe immer mal wieder Bekannte, von denen ich gar nicht wusste, dass sie jetzt das und das tun und was sie gerade denken.